Hallo, liebe Schüler. Heute geht es um die drei Melodieseiten. Seite 1, Seite 2 und Seite 3. Wir beginnen mit Seite 3, der G-Seite. Wenn wir die G-Seite als Leerseite anschlagen, klingt der Ton G. Zweiter Finger greift am zweiten Bund. Das ist der Zangengriff, den ihr schon häufig angewendet habt. Zweiter Finger am zweiten Bund der G-Seite. Es erklingt der Ton A. Also wir haben Leerseite G. Zweiter Finger. Eine kleine Übung mit G und A, alles auf der dritten Seite. Spiel sie einmal langsam vor. Auf der zweiten Seite haben wir drei Töne. Die Leerseite H. Der erste Finger am ersten Bund greift das C. Und der dritte Finger greift am dritten Bund das D. Also H. C, D. Auch hierzu gibt es eine kleine Übung. Ich spiele sie langsam vor. Wichtig, die zwei Fingersatzregeln, die ihr in den Noten seht. Wenn erster Finger, dritter Finger, erster Finger spielt, also C, danach kommt das D, wieder das C, dann lassen wir den ersten Finger einfach liegen, setzen den dritten Finger dazu, nehmen ihn wieder weg. Gekennzeichnet wird es mit dieser Strichlinie, Punktlinie. Also hinter dieser Punktlinie, dann lasst ihr den Finger einfach liegen. Zweite Regel, spiele ich ein D und danach folgt das C, kann ich beide Finger gemeinsam aufsetzen. Gabelgriff wird es genannt. Gemeinsam aufsetzen. Dritten Finger wegnehmen. C schon vorbereitet. Das wird mit einem Pfeil zur nächsten Note hin gekennzeichnet. Also diese beiden Zeichen seht ihr in den Noten in dieser Übung und daran solltet ihr euch halten, wenn ihr das durchspielt. Das ist noch einmal. Bisher haben wir
die zweite und die dritte und noch die Bassseiten, wenn wir sie gespielt haben, alle mit dem Daumen angeschlagen. Für Seite Nummer 1 brauchen wir den Wechselschlag. Beim Wechselschlag spielen Zeigefinger und Mittelfinger, indem sie so an die Seite gehen und dann nach oben über die Seite rutschen und so den Ton erzeugen. Mittelfinger das gleiche. So, Wechselschlag eben, weil der Zeigefinger und der Mittelfinger immer im Wechsel die Saiten oder die Saite anschlagen. Daumen stützt sich auf eine der Bassseiten auf. Ich mache das hier auf der vierten Seite. Ich kann es aber auch auf der fünften machen. Oder auf der sechsten. Das ist Geschmackssache. Die erste Saite. Schlagen wir die Leerseite an, klingt die Note E. Erster Finger greift am ersten Bund das F. Dritter Finger greift am dritten Bund das G. Also E, Leerseite, F, erster Finger, G, dritter Finger. Also wieder dieser Gabelgriff, wie schon auf der zweiten Seite angewendet. Die Übung dazu. Hier wieder diese Punktlinie, Finger liegen lassen, hier 1, 3, dann kommt wieder 1, Finger liegen lassen. Der Pfeil, Gabelgriff, beide Finger gemeinsam aufsetzen, 3 und 1. Und es steht da M und I über den Noten. Das heißt, wir spielen mit Wechselschlag. M steht für Mittelfinger, I für Zeigefinger. Einmal vor, mit rechter Hand. Also es schlägt nie zweimal nacheinander der gleiche Finger an. Immer abwechselnd Mittelfinger. Zeigefinger. Mittelfinger, weil M über der Note steht, beginnt.